Kopie nicht so erfolgreich sein wird wie die von Crash irgendwie. Glaube ich mal so, ganz stark so fest. Ja, ich meine, es ist doch offensichtlich. Wenn ich mir überlege, an die Verkaufszahlen von Crash, habe ich mal so drüber gelesen, auch wenn es vielleicht nicht stimmen sollte, dass sich das 36 Millionen Mal verkauft hat. Total gut. Was für eine Zahl echt überragend ist. Da weiß ich es ja nicht, wie es hier sein wird. Und deswegen bin ich immer gespannt. Wenn das genauso erfolgreich läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann von den ersten drei Rayman-Teilen auch eine Trilogie mal macht. Könnte ich mir vorstellen, so richtig kinderfreundlich. Und ja. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, so ein bisschen. Ich meine, ich muss es ja wissen, ich habe ja... Alter. Das ist jetzt unfair. Nein, ich muss es ja wissen, ich habe schließlich die Crash-Trilogie für mich selber gespielt. Let's Played. Einmal zu 105%, einmal zu 102% und einmal zu 108%. Die es ja in Crash 3 jetzt bekanntlicherweise auch gibt. Dank dem Add-on. Weil ohne den Add-on würde es ja nur 105 geben. Aber mit dem Add-on, seitdem das draußen ist, gibt es 108. So wie ich weiß, ist mir das bekannt. Und ich habe es sogar schließlich Let's Played. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei und da ist es zumindest zu sichten. Und zu gucken natürlich. Boah, wie ich euch Pisse hasse. Ich kann euch nicht leiden. Absolut nicht. Ah, ist das ein Kack hier? Doch am Arsch. Ich werde immer und immer wieder getroffen, weil die so eine extrem, ja, unfaire Kackschussreichweite haben. Boah, ich kotze gleich. Ja, ist klar. Pissfresse. Besser noch Pissflitsche. Ja, wie soll man das machen, Mann? Ohne Kack. Was ist das für ein Schrott? Zum Ende ging hier, ey, ist doch echt nicht wahr. Meine Güte. Ja. Aber das hasse ich so. Wo ist die Hitbox? Wann darf ich da überhaupt mal drüber? Dann darf ich nicht getroffen werden. Ja, aber ich hab's halt gefunden. Man muss irgendwo ein bisschen ausweichen können. Und dann irgendwo gucken können, ja, wo kommen jetzt die Schüsse an? Ja, weil der hat so eine Monsterwaffe irgendwie so aus Farbe produziert. Also, ja, was soll ich denn da tun, ey, echt? Das ist einfach nur unfair. Na endlich, Mann, Drecksstelle. Ist doch wahr. Thank you.
fehlen aber noch einige. 30 Stück? Ist ein bisschen arg viel. Warte mal, war da nicht noch was? Da war doch noch was. Moment, da war noch eine Stelle? Ich hab doch vorhin da was gesehen. Irgendwo war das doch hier. Nicht das unbedingt, aber da war was. Da bin ich mir ganz sicher. Wo sind denn bitte 30 Stück? Irgendwie bin ich schon auf Dragon Ball Super gehypt. 2019, auf den neuen Arc. Ja, auf den bin ich richtig gehypt. Mal sehen, was der so bringt. Na, wirklich mal. Ja, ganz cool. Wo können denn noch welche sein, bitte? 30 Stück? Ist ein bisschen viel. Ja, wo nur? Ich gucke mich nur mal komplett um, dass ich nichts übersehe. Bei meinem mangelhaften Talent kann man das ja nie wissen. Nee. Nein! Und ich hab's verkackt. War richtig grandios. Finimimos. Warum nur? Komisch, wo hab ich denn die übersehen? Eigentlich nicht sein. Ich habe alles beseitigt, was es hier gibt. Und ich finde nichts. Nö. Ein bisschen merkwürdig. Ja, 30 Stück. Na wohl nur. Wahrscheinlich wirklich irgendwo so am Anfang in irgendeiner Ecke, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre. Ich kenne ja mein Blindheitstalent. Darum ist es ja blind. Weil sehr oft kann auch mich die Grafik ein bisschen täuschen. Wenn hinter in irgendeiner Ecke in irgendeiner Perspektive was versteckt ist, wo man gar nicht drauf gekommen wäre. Wahrscheinlich da oben. Doch, da oben, das ist doch die Lösung. Ich guck mich dann nochmal um. Manchmal nochmal. Ich habe da glaube ich auch noch nicht alles geholt. Aber ich schaue nochmal so zur Sicherheit mal nach. Wann weiß ich denn? Ja, genau da. Oh mein Gott. Warum bin ich nicht hier hingegangen? Ja, total dumm einfach. Oh Mann, ey. Ach, ich könnte mir echt den Kopf schütteln, ey. Besser lieber nachgucken als gar nicht. Aber ich hab's. Ich hab's zumindest und das ist die Hauptsache daran. Geschafft. Ich denke mal, wenn ich die Spyro-Parts fertig habe, will ich dann auch dann irgendwann bald mit Krog weitermachen, mit Krog 1. Soll das auch beenden? Na, das habe ich auch immer noch vor. Kommt auf alle Fälle. Ja. Da ist man das hier. So,
Die 200 Edelsteine haben wir. Jetzt kommt Nasty Nork selbst. Und der hat nämlich bestimmt 500 Edelsteine und einen Drachen. Weil mir fehlt ein Drache. Hätte mir vorstellen, gegen 7 bin ich fertig für 8 so. Heute. Dann passt es ja auch. Erstmal sammeln. Hier. Der kann aber ganz schön zielen. Eieiei. Aber ich muss gut sein. Will ich ja. Haben wir's? Ja, Nasty Nork. Wo muss man den Schlüssel? Wir stehen nur noch hinterherjagen, komm. Come on, let's go. Ich krieg dich schon, du dämlicher Dieb. Ich will dich fangen. Komm her. Ist nicht so einfach, ich geh mal hier rum. Ja, so bin ich schneller am Ziel. Hier rum? Ich wollte ihn anpassen, so ein Dreck. Ja, danke. Nur ein bisschen umgucken. Nö, dann habe ich wohl hier alles, oder? Ja. Dann auf zum nächsten. Warum bin ich denn jetzt bitte tot? Scheiß Nork. Nork ist Nork die Dork. Nee. Willst du mich verarschen? Ey, was ist das für ein Dreck? Wow. Soll ich das echt ernsthaft nochmal machen? Was für ein Rotz, ey. Juckt mir der Bart wie Hulle? Dankeschön. Und jetzt auf zum Nasty Nork. Ich muss doch gar nicht zu dem. Was mache ich denn? Nö, hier nicht. Hier. Wie dumm bin ich denn? Ja, ich bin wirklich dumm gerade. Ach du Scheiße, und dann auch hier? What the hell? Fuck, ich hatte ihn fast, Mann! Komm schon, ich kriege dich! Yes! Danke. Ich sammle erstmal noch hier ein bisschen ein, weil hier lag noch ein bisschen was rum. Nö.
Und auf zu ihm hier. Ist sehr einfach, finde ich. Ja, da wird es im zweiten Teil ein bisschen heftiger werden. Den spielen wir noch nicht. Nee, noch lange nicht. Muss ich den echt kriegen? Ich muss ihn tatsächlich einholen. Oh, mach ich mal. Oh, 25. Und jetzt auch noch das. Okay. Krieg ich hin. Jetzt muss nur die Kamera mitspielen. Ich habe ihn besiegt. Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Nasty Gnork. Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung in Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Also das war jetzt das erste Ende, das kannte ich nicht. Das war jetzt neu. Es war nämlich damals in der PlayStation 1 Version so, dass Spyro eine Sonnenbrille auf hatte, falls es einem mal aufgefallen ist. Aber das finde ich ist ein bisschen neu. Bisher Spyro the Dragon wirklich von der Synchronisation her echt mega top. Hat mich überzeugt, finde ich, mal gespielt zu haben, gezeigt zu haben, und ja, hat ein schön schickes Design. Für ein damaliges PS1 Spiel, was 20 Jahre alt ist, ist es schon echt beeindruckend, was sie daraus gemacht haben. Vor allen Dingen auch den Ton richtig schön vertont haben und halt auch viele Ideen mit rein integriert haben. Und ja, ich muss sagen, es hat echt Bock gemacht. Ja, ich glaube, das waren jetzt für den Spieldurchschnitt 3 bis 4 Stunden. Ungefähr zwischendurch Pausen und insgesamt so 3 bis 4 Aufnahmen. Das dürfte jetzt die 5. sein in dem Schnitt. Und ja, auf jeden Fall, es hat echt Bock gemacht, den ersten Teil mal zu spielen. Der war sehr spaßig. Ab und zu habe ich auch mal dumme Tode gehabt, bin dauernd auch ein bisschen gestorben. Und ja, auf jeden Fall, ich fand das Ende sehr interessant. Das kannte ich einfach nicht. Cool. Das fand ich jetzt wirklich mal neu. Ich glaube, das haben sie, wo sie das alte Ende gesehen haben, extra nochmal neu umbearbeitet und nochmal rein einstudiert, um das nochmal neu darzustellen. Finde ich sehr interessant halt. Und halt auch echt viele Sachen mir gezeigt, die ich gar nicht kannte. Halt auch
dass auch von der alten Version die Levelnamen auch teilweise umgeändert wurden. Ist mir aufgefallen. Ja, das ist auf jeden Fall mir aufgefallen. Und das Design der Drachen. Ansonsten kann ich da eigentlich nicht großartig meckern, außer es ist für Kinder gemacht, ist mir ganz klar. Aber top gemacht.